Hey, mein werter Freund oder meine werte Freundin von Stay on Fire, herzlich willkommen zu einem neuen Video am Freitag. Heute mit einer Illustration, die tatsächlich wirklich im Kopf bleibt, und zwar der Grabbenkorb-Metapher. Ja gut, Grabbenkorb-Metapher hast du wahrscheinlich schon ganz oft gehört. Ich bin ja auch stetig dabei, die Krabben zu beobachten und kann da so viel mitnehmen für mein Glaubensleben. Das ist ja wirklich der Wahnsinn, ja, wie viel die mir über das Glaubensleben erzählen, die Krabben. Nee, Spaß beiseite. Also Krabbenkorb-Metapher, ich habe das Ding auch noch nie gehört, ja, bis ich dann das erste Mal von dieser Metapher gehört habe und begeistert war, weil sie sehr einprägsam ist. In so einem Krabbenkorb ist es so, dass man sagt, dass diese Krabben eigentlich relativ leicht diesen Korb verlassen könnten. Da sind ganz viele Krabben drin und eigentlich könnten sie ja einfach hochtappeln und den Korb verlassen. Aber es kommt nie dazu, dass eine den verlässt, obwohl es vielleicht theoretisch möglich wäre. Weil immer dann, wenn eine hochkrabbelt und bis zur Kante kommt, dann zieht jemand anderes, eine andere Krabbe, sie wieder runter und sagt, also wenn du das haben kannst, also wenn ich das nicht haben kann, dann darfst du das auch nicht haben. Und am Ende des Tages blockiert Neid jeden Fortschritt. Diese Metapher wird verglichen oft mit, ja, mit uns. Wir gönnen einander manchmal nicht den Erfolg und es kommt dazu, dass Neid plötzlich alles blockiert. Und ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man dem anderen den Erfolg nicht so ganz gönnt. Oder es vielleicht so ist, dass man selbst ewig lang gebraucht hat, um zu diesem Punkt zu kommen, und dann kommt jemand anderes, der macht das in der halben Zeit oder vielleicht sogar noch viel, viel schneller, und man kann es ihnen einfach nicht gönnen. Vielleicht hängt man auch immer noch unten in dem Korb drin und man sieht, wie andere hochkrabbeln, und man versucht, sie zu deckeln, runterzuziehen, dass sie erst gar nicht da über die Mauer rüberkommen. Aber ich möchte heute dich und mich ganz persönlich ermutigen, den Erfolg anderer zu unserer Mission zu machen. Weißt du, das klingt total paradox, auch in unserer Zeit. Es geht immer um den eigenen Erfolg, es geht darum, selbst irgendwie sich zu verwirklichen oder was auch immer da alles hoch und runter gepredigt wird. Aber wie wäre es denn, wenn wir den Erfolg anderer Menschen um uns herum zu unserer Mission machen? Ich glaube nämlich, dass das eigene dann von selbst kommt, wenn wir nicht nur auf uns schauen, sondern vielmehr auf die Talente, auf die Fähigkeiten anderer und sie pushen, fördern, voranbringen. Und ich möchte nicht derjenige sein, der runterzieht, ich möchte derjenige sein, der pusht. Vielleicht kann dann anschließend mich derjenige mit hochziehen. Weißt du, wenn einer mal oben wäre, dann könnte der andere ja helfen, dem anderen auch hochzukommen. Die Grabbenkorb-Metapher ist für mich ein extrem gutes Beispiel, zu sehen, wie Neid alles blockieren kann und wie Leidenschaft und Ermutigung alles freisetzen kann. Also Freunde, das ist eine Herausforderung, damit werden wir lange unterwegs sein. Jeder kennt diese Gefühle, aber es ist ein guter Impuls, vielleicht mal neu aufzuwachen und den Erfolg anderer wirklich zu feiern und andere zu pushen, zu ermutigen, anstatt sie zu deckeln und runterzuziehen.